Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Was ist mit denen hier los? Warum stehen die jetzt direkt so hinter mir? Ja. Okay, die wollen alle in diese Richtung. Und wir befinden uns gerade im neuen Lager. Und... Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Okay, was machen die Söldner? Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Was machen die Magier? Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ah, okay. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier. Was mit dem Rest der Leute? Wie ist die Lage zurzeit? Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Okay. Und wie ist die Lage zurzeit? Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Okay, und... Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Ja, da bin ich auch dafür, hier raus. Pass auf deinen Rücken auf! Jo, alles klar. Danke, Jarvis. Jarvis? Wo ist Tommy? Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Warte mal, hier geht's ja auch noch weiter. So, mit der Steuerung muss ich noch irgendwie zurechtkommen. Nicht? Genau, hier. Ist ja immer noch nicht so einfach für mich, hier auf die alte Steuerung zurechtzukommen. Aber, naja, das schaffen wir wohl. Das kriegen wir auch wohl hin. Also, ich wollte schon sagen, wo ist jetzt, wo sind wir hin? Ah, okay, mehr gibt's hier nicht. Hier oben zumindest. Sehen wir mal zu, wie das wir dann trotzdem hier irgendwie ein bisschen weiter umkunden, uns umsehen. Was hier noch so gibt's? Das sind... Also... Da haben wir einen Söldner. Okay, aber viel gibt's jetzt, glaube ich, auch nicht. Zumindest hier oben. Warte mal. Gibt es eine Truhe? Da kann ich aber nichts machen, oder wie jetzt? Okay, kann ich nichts machen. Dann gehen wir mal lieber runter. Obwohl, hier geht es ja auch noch weiter. Achso, nur zu den beiden Söldnern. Ja, dann gehen wir runter. Gibt hier oben nichts für uns? Aber hier gibt es noch ein paar Leute. Bauer. Bauer. Horatio. Hock. Rufus. So, noch ein Bauer. Noch ein Bauer, okay.
Aber Wassermagier ist eher nicht so meins. Dann würde ich eher doch lieber den Feuermagiern beitreten. Für Innos. So wie das ich bisher mitbekommen hatte bei Gothic, gibt es ja hier Innos und Adanos. Und für wen die Sumpfleute da sind, habe ich jetzt irgendwie vergessen. Verlass dich auf jemanden. Aber was für dich ist, muss nicht gleich jeder. Rauschmeißer. Und gehen wir. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Ich glaub kaum, Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ah, okay. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Ich bin Schürfer. Und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Nee, ich will ihm kein Geld geben, um reinzukommen. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas anderes. Ah, hier vorne ist die Siedlung gleich. Von denen. Sieht ja auch viel schöner aus als hier. Das alte Lager. Hier haben die eine richtige Siedlung. Shrike? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Alles klar. Söldner? Den haben wir hier. Noch ein Söldner. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Was machst du als Söldner der Magier? Kann ich hier irgendwo pennen? Was muss ich tun, um einen neuen Lager aufgenommen zu werden? Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Ah, okay. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris' Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmöpfig. Ah, okay. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Bis später. Also den hier müsste ich kaputt hauen, oder wie? Ja, lass ihn mal erstmal. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wieder. Wow. Da geht aber tief runter, da. Das sind auch noch wieder welche. Das war doch. Söldner. Blade. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir. Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Ah, okay. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Wer hat hier das Sagen? Laris? Wer hat hier das Sagen? Wir tun, was die Magier sagen. Aber meistens sagen sie gar nichts. Sie hängen beim Erzhaufen und brüten über ihren Büchern. Im Grunde regelt Lee alles. Er ist unser Anführer. Okay, ich dachte Laris. Ich will ein Söldner der Magier werden. Das ist nicht schwer. Wenn du für unsere Sache kämpfen willst, wird Lee dich nehmen. Aber er nimmt nur Leute, die gut mit dem Schwert umgehen können. Wie sieht's damit bei dir aus? Nun... Dachte ich mir. Wenn es dir wirklich ernst ist, rede mit Gorn. Er hat schon mal einen Frischling ausgebildet. Vielleicht hast du ja Glück. Und er macht sich auch bei dir die Mühe. So, wo finde ich... Ne, das lassen wir mal.
Okay, schauen wir mal uns noch ein bisschen weiter um. Aber wir sind immerhin schon im neuen Lager. Wo sind wir jetzt? Da im Westen. Es geht sogar noch ein weiter da hinten hin. Oh, Wolf. Hallo, Wolf. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Wer bist du? Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen, tauschen. Wie komme ich... Nee. Der hat nichts, was mich interessiert. So. Bandit, Bandit. Butch. Das passiert mir nicht nochmal. Nicht besonders schlau. Hallo Butch, ich will mit Butch. Lass uns lieber über was. Kann ich mal mit Butch quatschen? Ah. Hi, wer bist du? Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Okay. Wedge und Bandit. Psst. Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Ich bin doch schon vor dir. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Okay, was ist mit Butch? Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ah, schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. Ah, wir haben aber keine Lernpunkte momentan. Können wir noch nichts lernen von ihm? Vor allem, ich weiß jetzt aber auch noch gar nicht, was ich hier sonst so machen kann. Balkagen. Kagan. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Und Bandit. Bandit. Lass uns lieber über was anderes reden. Aufpassen, was. Das ist jetzt aber schon der zweite mit dem Vornamen Baal. Oder ist das irgendwie ein Titel? Da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie ein Titel ist, so Baal zu sein. Oder... Oh, Kronos. Ich grüße dich, Magier. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Ich will bei euch mitmachen. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich bin eher weniger Magier. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Mhm. Ich habe aber einen Brief für den obersten Feuermagier. Das heißt, ich muss eigentlich im alten Lager erstmal bleiben. Würde ich sagen, ich mache mich dahin lieber wieder zurück auf den Weg. Dann mache ich mich eher bei denen erstmal noch beliebt und komme hier ein andermal wieder. Ist das hier jetzt auch der richtige Weg, den ich gehe? Kommt mir bisher erstmal noch so vor. Ja, hier bin ich richtig. So, dann gehen wir mal lieber wieder zurück ins alte Lager. Beziehungsweise, wo war nochmal? Hier. Shrikes Hütte, Moratio der Bauer, Aufnahme neues Lager, Rezept der Sekte, Prüfung des Vertrauens, Auftrag von Taurus, Aufnahme altes Lager.
bleib lieber eigentlich Teil vom alten Lager. Erstens, sie tragen rote Sachen. Die sind Feuermagier. Ich bin eher so Team Feuer immer. Dann wäre mir da lieber. Klar, da wird man eher mehr bedroht und so weiter. Und die Hütten sehen da auch nicht so töfte aus. Aber egal. Bleiben wir erstmal da. Und um das neue Lager kümmern wir uns ein andermal. Vor allem hier sind das alles Banditen. Tschüss. So. Hoffentlich überleben wir. Überleben wir den Rückweg. Ist da vorne irgendjemand? Über der Brücke. Ah ne, von hier kamen wir ja, von der Brücke. Genau, und das hier hatte ich ja auch gelootet. So. Ist ja hier... Okay, das ist wahrscheinlich, weil es leer ist. Wo genau kam... Doch, das ist der richtige Weg hier. Das ist schon richtig. Gehe ich mal lieber wieder zurück. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Die Waffe weg! Ja, chill. Erzbrocken. Ein Hammer. Nehme ich mal mit. So, was hat der hier alles? Heilung. Bier. Jo, nehmen wir alles mit. Der hat kein Problem damit, dass ich ihn ausraube. Ist schon interessant. So, wir speichern aber jetzt einmal ganz kurz. Weil ich mir da schon die Sorgen mache, dass ich nicht vielleicht gleich doch noch irgendwo drauf gehe und dann alles umsonst gemacht habe. Da oben hätten wir auch noch wieder ein Lager. Warte mal, welchen Level sind wir jetzt hier eigentlich? Nee, wo war denn das? Wo sieht man das nochmal? Ich habe das wieder vergessen. Tastatur. So, Inventar, genau. Tab war das. Nee, Tab war es nicht. Hä? Mission, Notizen. Allgemeine Infos. Bisher habe ich auch noch nichts erfüllt an Missionen. Finde ich auch super. Ah ja, stimmt. Hier mussten wir ja an dem Dude vorbei. Hoppala. Mussten wir ja vorbei, damit wir hier vom alten ins neue Lager kommen. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Und da haben wir wieder das alte Lager. Aber wo sehe ich jetzt nochmal... Wo sehe ich nochmal mein Level und so weiter?
Auf Tab nicht, nee. Ich weiß es nicht. Ja, aber wir bleiben dann lieber hier Team Innos. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das für uns eigentlich relevant ist, welchem Lager wir uns anschließen. Aber ich würde dann lieber hier bei der Feuermagie bleiben. Hier, da haben wir wieder einen Baal. Baal Taran. Quatschen wir mal mit dem. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ich will dort... Das lieber verrate ich nicht, ansonsten wollen die alle den Brief haben. Und dann habe ich mir noch mehr Probleme. Dann. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Es ist einer der Magier. Es geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Okay, der hilft mir auch nicht wirklich weiter. Wer ist denn der Dude? Gardist. Kann ich nicht einfach so da rüberlaufen? Einfach reingehen? Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Toll, ich habe noch keine Genehmigung. Okay, schauen wir mal. Wir haben hier... Rezept der Sekte, Prüfung des Vertrauens, Auftrag von Taurus. Taurus hat mich damit beauftragt, einen Banditen namens Mordbrak aus dem Lager zu vertreiben. Wie ich das anstelle, hat er mir überlassen. Außerdem darf niemand erfahren, dass Taurus dahinter steckt. Mordbrak hält sich am Südtor der Rückseite der Burg auf. Ja, die... Ist er immer noch da? Ist Mordbrak immer noch auf der Rückseite der Burg? Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Danke, Mats. Danke. Endlich bist du weg. Boah. Endlich. Wenn er mit mir nichts mehr zu tun haben will. Finde ich super. Ich finde es aber auch gut, dass wir bisher noch nicht die Versuchung hatten, ihn umzubringen. Wäre ein bisschen doof, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob er relevant für die Story ist. Aber der ist nur eine Nervensäge. So. Okay, der ist nicht mehr hier. Mordran. Also ich muss ihn wahrscheinlich einfach nur aus der Stadt locken. Dann kann ich die Quest eben hier bei Taurus abgeben. Habe ich ihn dann mit List aus der Stadt geholt. Anstatt hier umzubringen. Klar, wahrscheinlich hätte ich die Erfahrungspunkte dafür gesammelt. Wahrscheinlich sogar mehr. Aber der so overpowered mir gegenüber, das hätte ich nicht geschafft. Hätte ich vielleicht lange skillen dürfen. So, schauen wir mal, wo Taurus ist. Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Ich wollte nur wissen, wie du heißt. Dass du verschwindest. Aber okay, der heißt Torwache, der heißt auch Torwache. War doch klar, dass das Ärger gibt. So, aber wo ist ein Taurus jetzt? Man muss eben aufpassen, was. Da ist ein Dude drin. Wahrscheinlich hast du recht.
Kann ich hier irgendwo pennen? Hey, du! Aus Glück gehabt! Okay. Ah, Diego. Wo finde ich die alte Mine? Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Okay, erzähl mir was über die Barriere. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Wie sieht es mit meinem Ansehen, Mister, aus? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Okay, aber mit Mordrak da... Mach's gut. Mit Mordrak, den haben wir ja aus der Stadt geholt. Wo ist denn jetzt Torus? Den will ich jetzt suchen. Und... Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Nee. Nee. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Den will ich irgendwie loswerden. So ist das. Da haben wir Graham. Diego schickt mich, er sagt, du sollst mir eine Karte geben. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Moment, Diego sagt, du sollst mir eine Karte geben, nicht verkaufen. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Rück die Karte raus oder ich poliere dir die Fresse. Rück die Karte raus oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Jo, alles klar. Was für eine Karte habe ich jetzt? Ist dieselbe. Es ist dieselbe. Oder warte, kann ich vielleicht irgendwie eine andere Karte nehmen? So, Magie, Artefakte, was habe ich hier? Mordraks Ring? Geschicklichkeitsbonus plus 5. Okay, nice. Nahrung habe ich hier auch viel. Was? Was habe ich jetzt gedruckt? Tränke, Schriften. Karte zur alten Mine. Karte der Kolonie. Leider fehlt darauf ein großes im Südwesten. Aha, okay. Da haben wir die Mine. Oh, ich habe das Bier weggeschmissen. Okay, die Mine ist also da im Norden, wenn wir durch den Wald da gehen würden. Alles klar. Und geil, dass wir von dem jetzt einfach die Karte bekommen haben.
Aber wo ist jetzt Torus? Ich würde jetzt wirklich gerne mal zu Torus gehen. Oder ist er hier irgendwo? Oder wir machen so. Dann ist das jetzt meins. Bis zum nächsten Morgen schlafen, genau. Jo. Ist aber komisch, dass er immer mit dem Kopf Richtung... Ich habe Schlüssel gelesen. Das hört sich gut an. Ja. Ah. Okay, egal. Versuchen wir ein andermal. Schatten. Grimm. Da haben wir Torus wieder. Wegen Mordrak. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Ja, okay. Aber ich hab's erledigt. So, wo waren das jetzt aber wirklich mit den Skillpunkten? Welche Taste waren das nochmal? Ich würde es gerne sehen. Wo war denn das? Ah, hier. B war das. B. Gilde keine Stufe 3. Erfahrung 3190. Nächste Stufe ist ab 5000. Lernpunkte 10 haben wir wieder. Stärke und Geschick sind wir bei 20 und 25. Mana 5. Lebensenergie 76. Wir sind aber besser geworden. Definitiv. Schutz vor Waffen 5. Schleichen nein. Akrobatik auch nein. Wir können aber bei Diego wieder ein bisschen was lernen. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Nee, warte mal, wir wollten ja bei Fingers ein bisschen was lernen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Bei Fingers macht es doch mehr Sinn. Mach's gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal zu Fingers und lernen bei dem und machen dann da ein bisschen weiter. Dann sage ich euch auch schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!